Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zock. Diesmal ist es Spiralon oder Spiralon. Ich kenne es bisher noch nicht. Ich weiß nur, es ist auf einer Diskette vom Markentechnik Verlag, vom 64er Magazin. Eine Sammlung von einigen Spielen, so 20 oder 15, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, wie viele, auf einer Diskette. Das heißt, dass ja, der Druck für das einzelne Spiel eher gering ist, irgendwas irgendwie zu überzeugen. Also mal gucken. Bei der Menge an Programmen und Spielen ist ja durchaus der eine oder andere Ausfall mal drin. Wenn man da 10 Mark oder 20 für bezahlt hat, dann ist das ja durchaus noch akzeptabel. Wenn da mal so ein paar von den Programmen oder Spielen nicht so der Hit sind. Na gut, mal gucken. So, F1 muss ich drücken. Mache ich doch mal glatt. Hä? Wie? Was? Was? Hä? Was ist? Ist das jetzt gar kein Spiel? Ist das jetzt eine. Ist das jetzt ein. Sag mir jetzt nicht, das ist gar kein Spiel. Oh, Leute, gibt's nicht. Ja, und jetzt? Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass jedes Programm ein Spiel ist? Das ist vielleicht gar nicht so. Dann mache ich das mal jetzt ganz anders. Dann mache ich das jetzt mal so. Nee. Och, Leute. Nee, weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, dass es irgendwie was. Ja, das ist anscheinend funktioniert das nicht. Funktioniert nicht. Tja, vielleicht das hier. Ach, ja. Waffles. Mal gucken. Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal das Spiel Waffles. Von einer Diskette aus dem Markentechnik Verlag vom 64er Magazin. Ja, mal gucken. Ich hab's wohl noch nicht gespielt. Ich weiß nicht so, worum es da geht, aber mal gucken. Zwei Spieler? Nee, einer. Ja, genau. Computergegner. Klingt gut. So, hä? Ach, so eine. Ist das jetzt so ein Denkspiel oder wie? Strategiespiel? Ja, keine Ahnung. Was? Ich habe hier so mal so gar nichts. Boah, ich verstehe es nicht. Unten kann ich hier steuern. Ah, da tut sich was. Aber ich weiß nicht was. Hä? Was zum Geier muss ich hier machen? Ich muss irgendwas schneller machen als der Gegner. Soweit ist es klar. Aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht wie. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Hä? Das ist so ein What the fuck Spiel. Man würde es ja gerne verstehen. Und man würde es gerne können. Und man würde es gerne mal irgendwie was Sinnvolles machen, aber irgendwie kommt es nicht dazu. Weil der Computergegner genau weiß, was er machen muss. Nur ich halt nicht. Und deswegen. Was denn? Anscheinend macht der. Macht der Computergegner Punkte? Ich aber nicht.
Tja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich drücke da mal drauf und da kommt dann. Also ist gut oder schlecht? Was denn? Ja. Ja, komm, das brechen wir jetzt mal ab. Ich kapiere jetzt nicht, was ich da machen muss. Und daher, da man es nur zu zweit spielen kann und der Computergegner anscheinend weiß, was er macht, bringt das jetzt nicht viel. Daher lassen wir es einfach mal. Ich glaube einfach jetzt mal daran, dass das zu zweit ganz witzig ist und ganz nett ist und ganz spaßig ist. Aber alleine kann ich das jetzt nicht bestätigen und daher gucken wir mal, was nächstes Spiel zu bieten hat. Also bis dahin, tschüss. Waffles, ne, super spitzenmäßig. Ja, hallo, ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal ist das Spiel Cookie Eaters. Ja, das könnte irgendwie sowas sein wie Pac-Man, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es war ebenfalls auf einer Diskette von Markentechnik Verlag vom 460er Magazin und ich gucke es mir einfach mal an. Ich weiß es noch nicht genau. Auf S drücken ist was anderes. Ja, Tatsache. Es ist Pac-Man. Es muss natürlich den anderen Joystick-Port nehmen. Ist natürlich klar. Joystick in Port 1. Ja, sicher doch. Okay. Aber dann ist es so wie Pac-Man. Obwohl, ja, ich glaube, das echte Pac-Man hat eine bessere Grafik. Naja. Auf dem 64er zumindest. Wo sind die Geister? Ach, da kommen sie. Die Sau. Toll. Oh, die Steuerung klappt auch nicht so optimal, ne? Ich komme hier nicht um die Ecken. Verdammt! Ah, das gibt's nicht. Oh, Leute. Das ist ja echt wie Pac-Man. Nur eben, dass es schlechter ist. Ah, Leute! Ich kam da nicht um die Kurve. Das gibt's nicht. Game over. Alles jetzt Game over. Oh, ist. Ja, hallo. F1, nee. S wie starten, auch nicht. Was ist es denn dann, was ich drücken muss? Verdammt! Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Dann sag mir doch, dass Game Over ist, offiziell. Ey, das ist jetzt nicht, das kann nicht wahr sein. Ich würde es jetzt tatsächlich nochmal spielen. Aber das Spiel weigert sich. Das will irgendwie nicht gespielt werden. Anscheinend. Sonst würde es mir ja sagen, wie es geht. Ne. Ich drücke verschiedene Tasten, aber es tut sich nichts. Ja, es ist nicht die beste Pac-Man-Variante auf dem C64. Also von der Grafik ist ja alles ganz okay, da kann man ja nichts sagen, das geht in Ordnung. Aber die Steuerung ist kacke, man kommt nicht so gut um die Ecke. Und ja, Pac-Man ist halt Pac-Man, also das ist eigentlich ein Spiel, das zu der Zeit, als das hier programmiert wurde, völlig veraltet war. Es gab da schon hunderte Varianten von und eine weitere war echt nicht nötig und ja, was soll man da sagen, ne? Man konnte es machen, aber es gab wirklich keine Notwendigkeit dafür. Ja. Naja, gut. Mal gucken, wie das nächste Spiel so ist. Also bis dahin, tschüss.
Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal das Spiel Tron. Ich hatte schon mal ein Spiel vorgestellt mit dem Namen. Das hier heißt genauso, ist aber was anderes anscheinend. Glaube ich. Kann man den Namen eingeben? Das mache ich mal. So. Nein. Ja, keine Ahnung. Fünf? Weiß ich jetzt auch nicht. So, mal gucken. Jetzt sag nicht, dass es nur für zwei Spieler. Sag nicht, dass es nur für zwei Spieler. Da ja, werde ich hierbei noch bekloppter, als ich sowieso schon bin. Oh, Leute, 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 Leute. Was denn jetzt? Was? Was kommt jetzt? Jetzt sag nicht, dass es ein Basic-Spiel. Ich habe ja nichts gegen Basic-Spiele, aber jetzt gerade bei einem Spiel wie Tron, ja, diese Motorrad-Simulation, dieses Motorradrennens, ne? Da kommt es auf Geschwindigkeit an. Und was kann jetzt ein Basic-Programm nicht? Ja, eben, Geschwindigkeit. Naja, mal gucken. Ich hoffe mal das Beste, aber rechne mit dem Schlimmsten. Ah, okay. Hä? Was? Wie, das war schon? Wollte mich jetzt verarschen? Wollte mich ver... Ach so, der... Das ist wirklich ein Zweispielerspiel. Das heißt, Spieler 2 fährt immer gegen die Wand. Und das ist jetzt nur ein Bildschirm. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ist ja klar, dass ich immer gewinne, ne? Wenn der zweite Spieler nichts macht. Gucken, was passiert, wenn ich auch nichts mache. Ich gewinne trotzdem, weil der andere. Ich muss gar nichts machen. Es wird einfach nur gezählt, wer gewinnt. Ah ja. 20 Mal gewonnen. Okay, also von dieser Tron, diesem Tron-Motorradrennen, ist das hier bis jetzt die schlechteste Version, die ich bisher gezockt habe. Und das will was heißen. Alter. Oh, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ah, nee. Nee, nee, nee. Komm, ich breche das jetzt ab, das Video. Das ist echt. Das ist zu grausam. Also bis zum nächsten Video. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht aus. Leck mich fett. Das ist... Boah. Spielt das gar nicht.